So, weiter geht's hier. Hopp, 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 hopp. Nächste Auto 6. Wir bieten auch noch mal. Zack, so. Zack, komm. Der ist cool, der Wagen, den nehmen wir. Na komm, meiner, meiner. Oh nein, meiner. Mein Auto. Junge. Na, nein, das ist mein Auto. Meins, meins, meins. Ja, Leute, ich habe ein Auto gewonnen. Oh, und Tesla. Ja, da fehlt aber 3,30 an, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, das machen wir nicht. Schickes Auto für 9. Das kann man nicht meckern. Ich hoffe, da ist nicht so viel dran, ne? Aber das können wir gut verhökern. Ja, der geht für 50 weg, würde ich sagen, oder? Oh ne, doch nicht. Oh, ein Audi TT. Ja, der fängt bei. Ja, alles klar. Lass mir einfach mal sein, ne? Bis wir da ankommen, das dauert noch ein bisschen. Hey, da haben wir auf jeden Fall gleich schon mal zwei Autos zum Verkauf. Das ist schon mal cool. Vielleicht können wir dann den Kredit auch endlich mal zurückzahlen, den wir angenommen haben. Ja, ein BMW 3er oder sowas wird das sein, ne? Also bitte nicht erschlagen. Ich kenne mich mit Autos BMW jetzt nicht so wirklich aus, aber ja, das wird schon cool. So. Laut ist er. Nice. Also nice, super. Das muss ich sagen, ist schon echt cool. Jetzt müssen wir noch mit dem anderen Auto da zur Dingens, aber damit wir erstmal nach Hause. Eieieiei. Wer soll denn ahnen, dass die Auktion auch direkt neben mir ist, Alter? Das kann doch keiner wissen, ey. Na, steigen wir ins Auto, komm. Zack. Anmachen die Kiste und ab geht die Post. So, Büro ist schließen, ja. So, Container. Zack. Ab in den Container, ab nach Hause, ein bisschen schlafen. Einmal schlafen. Ja. Kriegen wir hin. So, what? Weit weg, ja, es scheint wohl weiter weg zu sein. Jetzt gehen wir ins Büro, weil ich will jetzt unbedingt das Auto waschen und dann zum Verkauf bringen, damit wir auch das andere Auto fertig kriegen. Jetzt ist mein Büro nicht mehr dreckig. So. Tschüss, auf Wiedersehen. Nein, nein, wir fahren jetzt. Vorne ist die Tankstelle, wir fahren jetzt zur Tankstelle.
Nein, mal waschen bitte. Auto ist schmutzig, Autowäsche, ja. Komm, mach hin. Auto wird gereinigt. Bitte warten. Bitte warten Sie, bis das Auto fertig gereinigt ist. Sie können das Auto sofort wieder mitnehmen. Die Fahrstuhlmusik wird noch. So, Auto ist sauber. Und gib ihm. Das reicht bis nach uns der Anschwung. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Nein, kann ich immer noch nicht. Das öffnen wir, dann können wir das Auto wenigstens jetzt wirklich zum Verkauf geben, damit wir auch, das war der hier, genau. Der steht zum Verkauf für schlappe, boah, ich nenne es mal 6.000. Das wird, denke ich, mal in Ordnung sein. So, in der Zeit gehen wir mit dem hier mal eben. Gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich vergesse mal den Motor auszumachen. So. Es gibt kein Problem mit dem Auto, okay? Kann ich bei dir noch so machen, Schickes? Driftkit brauchen wir nicht, ja, Trendkit hat er schon. ESP würde ich noch einbauen, natürlich. Das können wir machen. Eine Nummer brauche ich nicht. Tief genug ist er, glaube ich, schon. Beleuchtung brauche ich auch nichts machen. Das auch nicht. Räder. Was haben wir denn da? Schöne Räder. Ja, alles klar, 3.000, Alter. Für die Räder, oder was? Nee, dann behält das Auto so. Ja, das sind 13.000. Ich müsste den für 18. Nee. Ich gucke erstmal, was ich so dafür kriege. Das müsste ja so reichen. Einfach weiterrollt, ne? Hey, sie wollte fast. Ja, was denn? 6. Mit 3,6. Alter! Nee, was bietest du denn?
Nee, hättest du sowieso nicht gekriegt für 3-2, Alter. Na komm, Beat 4 oder so. 3-1, Junge. Mach ein anderes Angebot, ey. Nee, mach ich nicht. Geh weg. Ich habe schon ein Angebot für 3,8 gehabt, Leute, Junge. Platz da, hier kommt der BMW. So, den möchte ich auch noch einmal gereinigt haben, bitte. Jo, nehmen wir Autowäsche für 50. Wusstest du eigentlich, dass ich auch mal eine Gasstation hatte? Das war ganz cool, die lief eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also das war ganz cool, aber die war ziemlich weit außerhalb und da habe ich mir gedacht gehabt, nö. Da gehe ich mal auf den Mars und da baue ich gerade so eine Kolonie auf. Und ich habe mir gedacht gehabt, naja, gut, während ich auf dem Mars muss ich jetzt gerade auf Sachen warten, Materialien warten, dann machen wir hier halt nochmal ein Autohinlauf. Was hältst du davon? Cool? Ja? Okay, finde ich auch. Bin deiner Meinung. Danke fürs sauber machen. Ah, vielleicht kann ich den nochmal voll tanken, warte mal. Altes Saftgesicht, Alter. Jetzt beeil dich da. Egal, jetzt fahre ich hier hin, ja. Warum muss ich zur Tanke gehen? Tatsächlich, mach mal voll hier tanken. So. Auch erledigt. Einmal tanken, bitte. Und ab geht die Post, das müsste der Wagen wieder voll, es kostet ja we wesentlich mehr, ja. So. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Sie wollen das Auto kaufen für 6 oder? 3,4, ich hatte schon ein Angebot für 3,6, ja, sogar 3,8. Junge Dame, also, nee, tut mir leid, das kann ich leider aktuell nicht machen. Obwohl ich. Kaufpreis 2,3, Kosten entstanden 1,8, dann habe ich 2, sind 3, sind 3, sind 3, 4. Dann machen wir mal hier raus eine 4, sind 2, 4. Und da machen wir eine 2 raus. Dann 2, 3, 4, 6, 2, 6. 3, 6, 3, 6. 3, 6. Ich brauche 3, 6. Also verkaufe ich nicht. Tut mir leid. Das wäre unter dem, was ich ausgegeben habe, Mädel. Dann dreh den Wagen mal eben.
Kann ich was für Sie tun? Drei, sechs, ja. Ja. Ja, komm. Scheiß drauf, machen wir. Was soll ich machen, Jungs? Ich muss das Ding verkaufen. So, ich habe 9. Kosten entstanden sind 5. Also 10 sind 15. Machen wir 20 raus. Ich habe jetzt leider keine Fotos, weil ich kann da wieder keine machen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Na, verdammt, ich muss nach Hause. Okay, also sagen wir mal, wir haben gelernt, wir hätten das Auto, was wir günstig erstanden hatten, für 2 noch was, wahrscheinlich so dahinstellen können, hätten wahrscheinlich jetzt auch 3,6 bekommen. Naja, jetzt haben wir knapp einen Huni mehr gekriegt, als wir eingekauft haben. Immerhin nicht miese gemacht. Und schauen wir mal, was der Tag so bringt. Würde ich sagen, oder? So. Wir öffnen auf jeden Fall das Büro schon mal. Dann räumen wir hier auf. Zack. Ab in den Trash. Da ist auch da rein. Zack. Jetzt haben wir hier schön wieder aufgeräumt. Ein paar XP-Punkte. So. Haben wir hier irgendwas? Nein, wir haben gleich einen Punkt. Welchen wollen wir denn nehmen, wenn wir einen Punkt haben? Wollen wir Schnäppchen starten Sie Verhandlungen? Da ich glaube, das wäre ganz cool. Sie können Beschädigungen, Außerteile, Helferdetails sehen mit. Das würde ich nicht nehmen. Waschen ist mir auch egal. Zeige ich halt die Fofi. Schnäppchen finde ich ganz cool. Können wir dann gleich mal freischalten. Der Automarkt ist geöffnet. Ja, Leute, dann fahren wir noch mal eben kurz zum Automarkt, oder? Automarkt. Den zeige ich euch auf jeden Fall jetzt mal, weil, ja, wenn der schon einmal offen hat, dann wollen wir das auch nicht verpassen. Oh, Lamborghini, Alter. Nice. Oder Lamborghini, wie auch immer. Was wolltest du denn dafür haben? Wahrscheinlich zu viel, aber ist mir egal. Ja, 583 geht ja noch, ne? Hier haben wir einen Dreier mit schönen Felgen. Baujahr 98. Was wolltest du dafür haben? 23. Also ich würde für meinen wahrscheinlich das gleiche kriegen, würde ich sagen. 98er Baujahr, 125.000 Kilometer Automatik. Für 23, ja gut. Dann haben wir hier noch einen. Der sieht auch schick aus. Baujahr 2,2. Wahrscheinlich mehr. 28, also 23. Liege ich eigentlich mit meinem gar nicht mehr so schlecht, ne? Mit 20, also. Die verkauft das Ding für 23, Alter. Auch ein schönes Ding. 43er bei 19.000 gelaufen, das glaube ich dir nicht, Junge. Für 26, du hast einen Arsch drauf. Nee, danke. Zu teuer, weiß ich jetzt schon, aber was wolltest du haben? Ja, habe ich mir gedacht. Oh, guck mal hier. Das ist ein cooles Auto. Ein Skoda Kodiaq. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass das ein richtig nice Auto ist. Ist das das neue oder das alte? Nee, ist das ältere Baujahr, glaube ich. Aber sieht schon richtig, richtig, richtig nice aus. Also, komm, was willst du haben? Bitte nicht. 27 wolltest du dafür haben. Oh, ich habe nur noch 16, Junge. Ist so eine Rostlaube hier, oder? Guck mal, der Pickel oben drauf, Alter. Pickel. Audi. Ja, aber der hat ja überall Pickel. Mehr als 10 gebe ich dafür auch nicht, ja. Ja, 11. Ja, 11, Alter. Weißt du, was ich da jetzt noch machen muss, ey? Ja, brauche ich gar nicht gucken.
Auch ein schickes Auto. Was wolltest du denn dafür haben? 25, ja, das ging ja eigentlich. Aber ja, der ist hier alles verpickelt, ne? Scheiß Reifen drauf, Alter. Nee, also. Hier, den würde ich auch nehmen. Ne? Der ist auch schick. Also mehr als auch 12 nehme ich, zahle ich dich dafür. 19? Ja, aber ich habe keine 19, tut mir leid. Aber wir müssen eigentlich ein Auto mitnehmen, ne? Eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das ist 98er Baujahr, 26.000 gelaufen. Ist eine Automatikschleuder, hat ABS Turbo schon drin. Was kann man sich das Auto angucken, okay? Elf. Ja. Okay, nehme ich. Gebongt. Nice. Ich habe mich beeilt, Leute. Ja, was haben wir hier? Alter. Nee, tut mir leid. Neun? Ihr habt alle einen Schaden oder was? 10.000. Also ein Sachschaden. Tut mir leid. Verhandeln wollten wir nehmen, ne? Ja, perfekt. So machen wir das Ganze, würde ich sagen. Oh, da kommt noch einer. Hallo, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe da hinten ein Auto. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ja, zahlen Sie ein bisschen mehr. Komm, komm, komm. 11. Schnäppchen. Komm, machen wir 18 raus. Angebot. 17,5. Elf, zwei. Ich kann es sofort kaufen, wenn Sie Preis auf 11,2 senken. Leider möchte ich nicht über den Preis verhandeln. 11,286. Boah, nee, verkauf ich nicht. Kommt bestimmt noch einer. Habe ich genug Zeit, da brauche ich nicht jetzt sofort. Also. Kann ich für Sie was tun? Ist das ein schickes Auto? Kann ich Ihnen Fragen beantworten? Was? Ja. 13,4. Boah, nice. Ja, das ist doch schon mal ein Angebot. Machen wir mal 18. Der Preis stört dich. 13,5. Wäre es möglich, den Preis ein wenig zu senken? Ja, ich kann auf 16 gehen. Von mir aus kann ich auch auf 15 gehen. Komm. 15? 13,5. Leicht zu senken.
Ja. 14,5. Ja, verkaufen. Ja, sorry, mein Alter, aber das war ein Angebot. So. Ah, warte, ich mach den Motor mal eben aus, sonst ist das so laut hier. So, jetzt aber. Hast du gehört? Startet auch. Hat er was? Oh, hat er was? Hat er. Habe ich selber kaputt gemacht. Haha. Ja, ist egal. Alle Teile reparieren. Mach fertig das Ding. Ja. Wie sieht's aus von unten? Ja, rostfrei ist es, ne? Also hier blüht er ein bisschen. Ich hoffe, das macht damit weg, aber das kann ich auch weglackieren gleich nochmal. Ja, ich hoffe, ich mache kein Minusgeschäft bei dem Teil, ne? Das ist jetzt, wäre jetzt blöd. Ja, ich warte hier so lange, wa? Danke. Jo. Boah, lange zum. Ja, vielleicht dauert er dann, macht er ja. Ah, dauert halt ein bisschen, ne? Gehen wir mal ins Büro. Eine Fahrzeuge nehmen, jetzt weniger Schaden. Bessere Schnäppchen. Sie können ein Auto zu einem günstigeren Preis kaufen oder ein Auto zu höheren Preis verkaufen. Was kann ich denn hier machen? Starten Sie die Verhandlung, okay. Ja, also das ist auch cool, aber als nächstes werde ich wahrscheinlich das hier machen. Autowaschmaschine, okay. Bessere Schnäppchen 2. Ein glücklicher Kunde. Kunden sind jetzt weniger wütend. Ja, toll. Bestpreis zeigt den meistverkauften Preis für ihr Fahrzeug. Das ist auch gut. Das ist auch eine coole Sache. Okay. Aber wie kann ich dann Fotos machen? Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann irgendwie nicht mit dem Tablet agieren. Auto fertig, Leute? Scheinbar. Jo, dann. Bringen wir das Auto noch at home. Genau, beim nächsten Mal machen wir das Auto fertig, würde ich sagen.
weil da fehlen ja ein, zwei Kleinigkeiten. Tune, obwohl Tune hat er nicht gut hingekriegt, da. Ich würde das Auto einfach jetzt so verkaufen. Haben wir da? Schmutzig, Kraftstoff fehlt. Schmutzig ist es auch noch. Ja, aber ist mir jetzt völlig egal. Beschädigt, ja, gestrichen. Okay, aber ist mir wurscht. Das Auto kommt jetzt in den Verkauf. Ich will jetzt, es muss Gelder sehen hier. Der Audi, der hat 11,5 gekostet, aufgerundet, und 800 dazu. Ja, machen wir mal 15, oder? Was hält er davon, in den Verkauf schenken? So, machen wir Tür zu. Der ist zu verkaufen. Der ist soweit fertig und würde sagen, wir fahren jetzt in den Container und dann sagen wir auch schon für heute goodbye, goodbye, goodbye. So, ich wünsche euch was. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao.